Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wochenreflexion vom 21.02. bis 27.02.94. Diese Woche verging ziemlich schnell für mich. Ich war bei meinen ersten zwei Aufnahmegesprächen dabei. Obwohl ich mich verstellen musste, hat es mir Spaß bereitet. Dann habe ich im Stamm mein Weihnachtserlebnis angesprochen. Mit dem Ergebnis war ich überhaupt nicht zufrieden. Außer eineinhalb Tage schlecht drauf ist für mich überhaupt nichts rausgekommen. Die erhoffte Hilfe blieb aus. Ansonsten geht es mir gut. Die Arbeit macht trotz Plenumsprotokoll schreiben Spaß. So, Aufnahmegespräche. Die waren ja immer ziemlich heftig. Das ist so, dass man natürlich, wenn man auf Therapie geht, erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was da einen erwarten soll. Und Datop hat daraus ein Spiel gemacht und gesagt, okay, wer auf Therapie gehen möchte, der muss sich erst einmal da reinkämpfen. Niemand wird einfach so aufgenommen. Man musste etwas von sich zeigen, Gefühlsausbruch zum Beispiel. Da, Wut reicht da schon, jemanden anschreien, du dumme Drecksau, was fällt da ein? Oder bei mir war es, ich bin in Tränen ausgebrochen, ich habe das Weinen angefangen, weil ich dran gedacht habe, wo es mich hinführt, wenn ich abbreche, wie krass für mich die Zeiten draußen waren teilweise. Und habe dann auch einen Wutausbruch gehabt. Und war die, bei mir hat es echt lang gedauert, bis sie mich wieder beruhigen haben können. Und ja, es gab dann auch so Sachen, so wenn einer eben gar nicht, wenn es gar nicht ging. Und wir aber der Meinung waren, anhand der Briefe, die man gelesen hatte vorher, die Person braucht die Therapie schon, aber hat halt Schwierigkeiten mit den Gefühlsausbrüchen und das kann man aber vielleicht später noch lernen oder sowas. Und hat man so Anweisungen auch gekriegt, dann versucht man das so und so. Und manche mussten halt dann durchs Haus gehen und andere fragen, hey, würdest du mit mir Therapie machen? Und die mussten drei Leute finden. Das ist echt schwierig gewesen, wenn man Menschen anspricht, die ja Kontaktsperre haben. Das weiß da ja, hat er, aber dass die halt dann trotzdem nicht reagieren, das ist halt dann schon arschig. Du musst trotzdem drei Stück finden. Natürlich hat es jeder geschafft, aber das war halt schon für diejenigen immer so mit Schwitzen. Oh mein Gott, was kann ich denn noch machen? Halt erst mit dem Mal Nein gesagt haben. Und da musst halt, ja, ich will unbedingt und ich zeige auch warum. Und auf dem Misthaufen stehen und mein Leben war Dreck und Scheiße und ich will rein in das Licht und lauter so ein Rotz. Also echt krasse Sachen. Da hat man Leute teilweise gleich am Anfang gebrochen. Spaß gemacht hat man halt, dass, ja, dieses Verstellen. Hieß ernst, du bist halt das Arschloch. Dann habe ich halt das Arschloch gespielt. Hab's aber danach auch gleich gesagt, sorry, tut mir leid, dass ich das gesagt habe oder dass ich das gemacht habe, das gehörte dazu, das war gespielt, das bin nicht ich. Ja, Leute, also solltet ihr eines Tages zur Zeitmaschine finden und zurückfliegen in die Vergangenheit und bei Datotherapie machen, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, sowas gibt es nirgends mehr, das war halt bloß dort so. Ja, und im Büro hat es auch Spaß gemacht. Ich hatte da mit der Jutta, hieß die, sehr viel Spaß und da saßen wir halt da drin und haben uns unterhalten und durften halt Zigarettenpausen machen, wann wir wollten. Wir mussten immer die Zigarettenpausen einklingeln für die anderen und wir konnten dann einfach was raushängen und haben halt dann ein Schild draußen stehen gehabt mit geschlossen wegen diesem jenes. Wir haben auch Süßigkeiten am Wochenende verkauft. Eine Person hatte das Geld immer verwaltet und die Post haben wir ausgeteilt im Büro. Wir haben die Post geöffnet, vorgelesen, den Namen draufgeschrieben, für wen es ist, wenn es Therapiepost war. Also wenn da von irgendjemandem im Knast war oder jemand von draußen, der in Kontakt halten hat müssen, den 14-tägigen, dass die Post haben wir dann gelesen vorher und dann an die Therapeuten rausgegeben. Die haben es dann zurückgegeben, mit dem Namen draufgeschrieben, wer es übernehmen soll. Und die haben wir dann zum Abendessen immer auf die Plätze verteilt. Jeder hatte seinen festen Sitzplatz. Und ja, dort haben wir halt dann die Briefe verteilt. Jo, wer Fragen hat, ab in die Kommentare. Ich würde mich freuen für ein Abo. Vielleicht ein Glöckchen raus, damit ihr meine neuen Sachen immer gleich mitbekommt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn nicht. Aber dann bitte auch wirklich einen Kommentar. Jo, bis dann. Peace.